Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu Sudeki. Hier stehen sie, unsere vier Helden, die es ja nach dem Kampf gegen Gaara in die Schattenwelt verschlagen hat, wo wir da auch schon so einige recht heftige Kämpfe hinter uns gebracht haben. Und nun haben sie eine neue Aufgabe, die haben sie von Hexam bekommen, einen Anthropomorphen, der hier lebt in der Schattenwelt. Der hat ihnen nämlich mitgeteilt, dass es, wie wir schon gedacht haben, Portale gibt. Aber um diese Portale benutzen zu können und zurückzukehren in unsere eigene Welt, benötigen wir einen Navigationsstein. Tja, und natürlich, wie das immer so ist, ist dieser Navigationsstein irgendwo versteckt. Den einzigen, den man verfügbar machen kann, insgesamt gibt es drei, das ist der Stein von Farix Lore. Und jetzt müssen wir in seine Gruft, die irgendwo im Norden auf einer Insel ist. Und dort müssen wir jetzt diesen Navigationsstein besorgen. Also rennen wir mal los. Mach mal auf. Genau. Ich spiele gerade mit Eilish, wie ihr seht. Jetzt gucken wir uns aber hier noch so ein bisschen um. Ach ja, das war ja klar. Da kommen schon wieder welche. Diese blöden Feinde. Wir müssen uns auch irgendwann mal, wenn wir skillen, um unsere Skills kümmern und nicht nur immer nur die Stärke und die Lebensenergie-Skill, sondern wir müssen auch wirklich mal gucken. Ups, Salah. So, jetzt hauen wir denen doch mal was Ordentliches entgegen. Komm, Feuerkugel. Kommt nur näher, kommt nur näher. Brennt in der Hölle, ihr Teufel. Yes, los, auf, hau sie weg. Ich spiele mit Eilish ganz gerne. Oh, Eilish. Aber wir haben ordentlich Schaden gemacht, die kann sich nämlich gut bewegen. Komm, komm, komm. Und mach doch auch durchaus Schaden hier mit diesem. Komm her, komm. Oh, da ist noch nur einer. Flügel des Geistes mitgenommen. Da kommen wir nehmen mal diese ganze Flügel. Und helfen mal Buki ein bisschen. Wobei Buki damit ja mit Sicherheit ohne Probleme klarkommt. Wir sammeln weiter Flügel ein. Komm her. Ich glaube, unsere Männer sind hier ohne Probleme. Flügel des Geistes, meine Güte. Okay, also dann. Wir wollten uns hier nochmal ganz kurz umgucken. Welche Richtung muss ich denn eigentlich? Ja, ich könnte mal auf die Karte schauen, oder? Was? Schreibt ihr mir ja auch immer so nett. Wo können wir aufsteigen? Ja, Elko kann aufsteigen. Ich glaube, Elko sollten wir noch eine Runde Gesundheit geben. Dann dürften wir mit Elko durch sein. Nein, jetzt können wir mit Elko nochmal was machen. Jetzt ist die Frage. Lasst uns mal gucken, was er hier so hat. Nano-Verstärkung. Stärkt alle Gruppenmitglieder, wodurch sie doppelten Schaden anrichten können. Je höher die Energie, desto länger hält der Angriff an. Das ist gut. Giftwolke. Versprüht ätzendes Gift. Tesla-Schild. Wandelt negative magische Zustände in positive um und schützt vor diesen negativen Einflüssen. Schießt einen einzelnen Granatenschuss ab, der beim Aufschlag eine Explosion hervorruft. Je höher die Energie, desto größer der Schaden. Ich glaube, dass wir jetzt mal die Nano-Verstärkung machen. Oh, okay, dann sind wir durch mit Elko. Buki hat noch nichts und Tal auch nicht und Eilish auch nicht. Aber dann werden wir mal gucken, ob wir dann mit Elko unsere Leute verstärken können. Ich lasse mal ganz kurz gucken. Wir wollten ja auf die Karte schauen. Karte, Karte, Karte. Lass gucken. Weltkarten. So, wir sind hier unten. Da sind wir. Okay. Und wo müssen wir hin? Ja, ich weiß es nicht so genau. Ich und Karten mal wieder. Wir rennen hier jetzt einfach mal rum, gucken, ob wir da jetzt rauskommen. Ja, wir kommen raus. Okay. Was ich aber vorher machen möchte, Leute, wir öffnen das nochmal, dann kommen wahrscheinlich wieder Feinde, wie es immer so ist. Das war nämlich so, dass wir, bevor wir... Ja, war ja klar. Komm her. Und wir machen noch mal eine Feuerkugel. Brennt in der Hölle, ihr Teufel! Yes! Die Feuerkugel gefällt mir gut. Guck mal, was das Schaden macht. Nicht schlecht. Oh, 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 oh. Hat uns getroffen. Nicht schön. Wir können mal gucken. Was kannst du, Elko? Komm, du kannst doch ordentlich. Du kannst doch ordentlich. Ah, du. Ist leider ein bisschen langsam, die Waffe.
für meinen Geschmack zu langsam. Die hat zwar ordentlich Schmackes, aber sie ist für meinen Geschmack zu langsam. Komm her. Und dann muss man natürlich auch treffen. Jetzt werden wir mal hier unsere Nano-Verstärkung machen. Mal gucken, was das für eine Animation ist. Die sind da wirklich liebevoll gemacht. Yes, komm schon. Das Herzchen, ich halte es nicht aus. Das ist cool. So, ich glaube, die schießt jetzt ein bisschen schneller. Und Buki kommt helfen. Warum bin ich da nochmal reingerannt, Leute? Das hat einen einfachen Grund. Komm her. Und wieder die andere Waffe nehmen. Dann kutsch ich euch weg. Komm her. Yes. Die macht wirklich ordentlich Schaden. Jetzt nehmen wir die kleine. Naja. Das macht nicht allzu viel Schaden. Achso, der blockt mir hier. Dass der mit seinem bisschen Schwert blocken kann, finde ich schon wirklich sehr erstaunlich. Und da schweben die Herzchen über unsere Leute. So, okay. Komm, die nehmen wir auch mit, die Kugel des Geistes. Gott, wie viel haben wir denn von den Dingern? Genau, warum bin ich nochmal hier reingegangen? Weil es da unten nämlich noch einen Weg gab, den wir noch nicht gegangen sind. Und den wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. Ja, okay. Den Weg wollen wir uns natürlich auch noch angucken, ist ja klar. Keine Ahnung, wo wir da jetzt hinkommen, aber da sind wir das letzte Mal nur ein Stück runtergelaufen. Das sollten wir vielleicht jetzt zuerst mal angucken. Oh, siehst du, da hätten wir doch ordentlich was verpasst. So, bitteschön. Elegant. Smaragd-Elixier. Ja, Vergiftung. Da wird wohl einiges an Vergiftung auf uns warten. Habe ich so den Eindruck. Komm, nimm's mit. So, und was haben wir denn hier für ein Kügelchen? Benutzen. Ich mache erstmal hier auf, glaube ich. Bevor ich hier irgendwas benutze. Weiß ja echt nicht, was dabei rauskommt. Kugel der Macht. FP20. Gut, da sollen wir mal, müssen wir, glaube ich, nachher mal gucken, wie wir unsere Kugeln verteilen. Jetzt benutzen wir das aber erstmal. Ich bin gespannt, was passiert. Kugel der Geister aufgehoben. So, jetzt gucken wir uns unsere Kügelchen an und verteilen die mal, weil wir müssen ja wahrscheinlich gleich wieder kämpfen. Gegenstände. Da müssten sie, glaube ich, drin sein. Ich weiß gar nicht, wie viele Kugeln haben wir denn jetzt? Kugel der Weisheit. Erhöht die Energie dauerhaft. Das geben wir, glaube ich, Buki. Tal hat ordentlich was abgekriegt. So, wir müssen doch noch mehr Kugeln haben. Kugeln der Macht. Ich glaube, das geben wir Eilish. Ich habe doch so viel solche Kugeln eingesammelt. Wo sind die? Wertgegenstände, seid ihr hier? Oh komm, es kann nicht sein, oder? Da, Kugel des Geistes, aber die kann man bloß verkaufen. Okay. Kugel der Geister, eine große leuchtende Kugel. Also gut. Gut, dann spielen wir jetzt mal mit Buki weiter. Hier hat auch schon ordentlich an Leben eingebüßt. Jetzt müssen wir da gerade nochmal durch. Und wahrscheinlich gleich wieder kämpfen. Ah, ich hasse spawnende Gegner. Aber... Der war, glaube ich, recht heftig, der Kampf. Aber das ist trotz allem... Na, kommen sie doch, sie kommen. Okay. Komm her. Komm. Komm. Rundumschlag. Yes. Was machst du da? Komm, auf geht's. Und Rundumschlag. Yes. Aua. Aua. Ich glaube, wir sollten mal eine Runde weg hier. Ah, nein, 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 nein. Ah, das sind so viele gewesen.
Und... So, wir nehmen nochmal einen Trank, glaube ich. Und dann wechseln wir kurz auf Eilish. Eilish muss auch einen Trank nehmen, glaube ich. Die nimmt erstmal den Kuss der Hexe, genau. Kuss der Hexe. Bitte... Was war denn das für eine Riesenhand hier? Hilfe. Genau. So, okay. Komm. Jo. Komm schon, komm schon, komm schon. So, wir gehen auf Eiko. Und der darf jetzt die Nano-Verstärkung machen. Verstärk mal deine Kumpels. Das sind nur Prototypen. Ja, Prototypen. Ganz egal. Es ist egal, ob Prototyp oder nicht. Wir machen das jetzt. Komm her, Buki. Komm. Und hab dich. So, wir nehmen die Kugeln mit. Jetzt haben sie dann doch schon nächster Level erreicht. Das ist schön. Okay. Also eine schlägt mir bislang eigentlich am besten, wenn ich ehrlich bin. Okay, und dann steigen wir eine Runde auf. Verstärkungen. So, was hat denn Eilish? Ne, Eilish kann noch nicht. Aber Buki kann. Kriegspfad. Verlangsamt alles in ihrer Umgebung, sodass sie Gegner schnell besiegen kann. Je mehr Energie sie gesammelt hat, desto länger erhält die Wirkung an. Es ist aber ordentlich teuer. 80 FP Klauenrausch. Greift alle Gegner in Reichweite ihre tödlichen Klauen an. Je höher die Energie, desto größer der Schaden. Ah, Silas der Wolf beschwört den Geist von Asilas, der ihr im Kampf beisteht. Je mehr Energie sie gesammelt hat, desto stärker ist er. Drachenfeuer entfesselt den feurigen Zorn des Drachen. Komm, wir nehmen den Wolf. Wunderbar. So, Tal kann auch nicht aufsteigen. Alles klar. So, jetzt aber geht's endlich zur Insel von Farix Lore. Da müssen wir durch. Okay, und da werden wahrscheinlich gerade die nächsten Feinde auf uns warten. Upsala. Die Frage ist, wie kommen wir hier jetzt weiter? Können wir da einfach runterlaufen? Ja, können wir. Okay, ach, das sind wieder diese komischen Viecher. Wir rennen einfach. Ich habe keine Ahnung, was die mit uns machen. Wir rennen da jetzt einfach durch. Ah, Geist hat FP hergestellt. Ja, super. Ja, dann nehmen wir doch noch ein bisschen mehr. Komm her. Schau mal einer an. Kann ich jetzt auf Elko wechseln? Der bräuchte eigentlich auch wieder was. Das ist echt der Hammer. So, Eilish ist voll. Eure Kugel der Geister ist verschwunden. Okay. Machen die das? Alles klar. Wenn wir so eine Kugel der Geister haben, scheint mir, dann können wir von diesen Geistern HP und FP bekommen. Fertigkeitstrunk, auch schön. Fertigkeitssalbe. Nimm mit. Eine schnell mitteilende Trunk. Ah, 1000 HP haben wir gerne. Wir machen hier das mal alles. Zack. Da war nichts drin, ey. Ich glaube, ich spinn. Ja, Fertigkeitssalbe. Das ist wirklich dringend notwendig. So, jetzt nehmen wir mal Alko. Komm her. Kugel der Geister aufgehoben. Was ist, wenn ich da jetzt durchrenne? Wird dann für Alko wieder von den Geistern HP und FP? Ja, sehr schön. Komm, Geist, komm. Los, gib mir HP, FP. Ist ja cool gemacht, ey. Gib mir. Gib mir. Aber das gilt nur für die Figur, die man führt. Aber dann bleiben wir mal da und laden unseren Eiko auf. Tolle Idee, echt. Das ist zwar immer nur wenig, was sie mir geben, aber sie geben. Komm her. Los, Kinder, auf, her. Kommt zu mir.
Wahrscheinlich ist es genauso lange, wie ich hier auf dieser Brücke bin. Schön, dass Geister mal freundlich sind und einen unterstützen. Das hat man jetzt nicht so häufig. Aber es gibt eben auch freundliche Geister. Sparen wir nämlich Tränke. Komm her, noch mehr. So. Noch ein bisschen, komm. Jetzt renne ich hier diesen Viechern hinterher. Bleibt, kommt wieder. Yep. Komm her, freundlicher Geist. Und einmal noch. Dann sind wir gleich wieder voll. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. So, das war's. Alles klar. Gut zu wissen, dass das auch funktioniert. Da vorne sind schon wieder... Da vorne sind schon wieder Feinde. Habe ich das richtig gesehen? Da vorne irgendwie leuchtete es rot. Aber egal. Ups, komm her, Eilish. Ich will mit Eilish spielen. Wir speichern erstmal. Gespeicherte Spiele suchen. Tempel des Moos. Ja, lang, lang ist's her. Überschreiben wir jetzt. So. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wo wir da hinkommen. Das ist dieser komische Tempel. Ich hoffe mal, dass wir da reinkommen. Und natürlich wird uns da wieder Feindesgesindel erwarten. Da bin ich mal ziemlich sicher. Wow. Du bist nun in der Hand von Pharex. Das ist dein Ende. Oh oh. Oh oh, das ist sehr verwirrend hier, all das fliegende Zeugs. Ausgerechnet fliegendes Zeugs, da werde ich viel Freude haben. Oh, bringt jedem Tod und Pestilenz. Na, wunderbar. Also dann, rennen wir da einfach mal runter. Holen uns Tod und Pestilenz. Da sind wieder Geister. Sollte ich vielleicht auf Tal wechseln? Eure Kugel der Geister ist verschwunden. Scheiße. Okay, also muss ich darauf achten, wenn ich eine Kugel habe und durch solche Gebiete gehe, dass ich immer mit der Figur durchgehe, die am ehesten Aufladung benötigt. Weil hier machen die uns nämlich... Ah, die machen uns Schaden. Nicht schön. Pharex war als der größte Krieger im Land bekannt. Es heißt, er erschlug einmal 1000 Krieger an einem Tag. Wow. Wow. Echt viele Leichen. Der Geister aufgehoben. Also dann gehen wir uns wieder unsere Energie zurückholen. Können wir jetzt heim? Nee, können wir noch nicht. So, kommt Geister. Ja. Also, haben wir eine Kugel? Stellen sie uns wieder her. Haben wir keine Kugel? Alles klar. Dann machen sie uns Schaden. Dann seid ihr Feinde. Okay, dann gucken wir mal, ob die Kugel, ob es noch eine Kugel gibt. Dann schickt man nämlich Tal da noch durch. Jawohl. Komm her, Tal. Du darfst auch eine Kugel des Geistes nehmen und dich wieder auffrischen. Das ist echt eine coole Idee, finde ich. Halt, 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 halt. Wo rennst du denn hin? Komm schon. Also dann gehen wir uns Gesundheit holen. Unser guter Tal hat nicht viele FPs. Dann müssen wir vielleicht irgendwann mal FPs angedeihen lassen. Und im nächsten Kampf werden wir mal gucken, wie das mit Buki ist. Mit ihrem Wolf. Geht mir aus dem Weg hin, sonst kann ich doch meine Geister nicht einfangen. Komm, Geist. Und nochmal. Ich glaube, Tal rennt da jetzt eine Weile hin und her, weil der relativ viel Gesundheit hat. Witzig ist, dass die trotzdem auch in dem Zustand jetzt als Feinde dargestellt werden. Obwohl es ja momentan eigentlich eher keine sind. Komm, einmal noch. Okay, alles klar. Und die Kugel ist verschwunden. Wir nehmen trotzdem, die nächste nehmen wir mit. Ist immer gut, wenn man sie dabei hat, habe ich gelernt. Da ist die nächste Brücke für uns nicht ganz so problematisch.
So, Kugel der Geister aufgehoben. Jetzt gucken wir uns aber hier erst nochmal um. Und da geht's jetzt rein. Und das ist mal natürlich wieder eine Arena. Also dann öffnen wir und gucken, was uns erwartet. Hexam hat ja gesagt, dass es da Geister gibt. Au, 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 au. Der Herr des Horrors. Farix Lorel. Beeindruckend. Okay. Buki, mach mal ganz kurz deinen Wolf. Nicht bereit? Okay, dann mach's bitte jetzt. Komm, mein Beschützer. Lass uns wieder jagen. Lass uns wieder jagen. Die Animationen sind echt toll gemacht. Oh. Oh, oh, da heißt es aufpassen. Oh. Was ich doof finde, ist, dass ich nicht ausweichen kann. Komm her. Wo ist denn mein Wölfchen? Ich sehe ihn gar nicht. Doch, da ist er. Da kämpft er. Komm, Boogie, nimm Trank. So, und jetzt wechseln wir auf und teilen mal eine Runde. Kuss der Hexe. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob die uns da auch treffen. Könnt mich totlachen. Diese Animation ist so der Brüller. Mach, dass du da wegkommst. So, und jetzt wechseln wir auf die Nano-Verstärkung. Halt nicht bereit. Okay, jetzt aber. So, okay. Okay, Pause. Nix Pause. Nix Pause. Ich glaube, ich spinne. Komm. Wir wechseln mal hier. Genau, das macht ordentlich Schaden. Ja. Wie sieht's aus mit meinen Leuten? Ah, coole Waffe. Aber ein bisschen langsam. Was war das jetzt? Oh, oh, der belebt die, oder? Ja, das macht ordentlich. Ordentlich Schaden. Wo ist er denn, der Große? Ah, nicht getroffen. Doof, doof, doof. Yes, komm schon. Mensch, mach, dass du da wegkommst, Elko. Komm schon. Der hat eine Menge Leben. Ja. Mit Elkos Waffe ist das nicht so problematisch. Da haben wir den relativ flotti. Yes. Na? Farix Lore. Auf Nimmerwiedersehen. Wenn das jetzt ist wie bei Dark Souls, dann wird uns jetzt nochmal eine zweite. Nein, okay, Auftrag aktualisiert. Alles klar, jetzt nehmen wir erstmal die Kugeln des Geistes mit, die kann man verkaufen. Bringt gut Kohle, hoffe ich doch zumindest mal. So, die Kämpfe machen hier echt Spaß, Leute. Eilish hat ordentlich gelitten. So. Und wo geht's jetzt lang? Haha, da ging's lang. Aber erstmal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Was ist da? Warte, was war da? Hab ich da irgendwas gesehen? Nö. Ich dachte gerade, ich hätte hier irgendwas gesehen. Es gibt hier echt nichts zu finden. Ich glaube, ich spinn. Überprüfen doch. Die gefallenen Anthropomorphen in diesem Knochenhaufen hatten Glück. Sie blieben tot. Nicht schön. Nochmal überprüfen. Anscheinend sind die Bäume sogar in Farix Lager vorgedrungen. Okay, sonst noch was? Glaube nicht. Alles klar. Also dann werden wir eigentlich mal einen Trank geben.
Und am besten noch einen und dann machen wir einfach weiter. So. Da ist eine Kiste. Yeah. Hätte mich ja auch gewundert, wenn es nach dem Kampf jetzt hier keine Kiste gegeben hätte. Ich hoffe, es ist was Schönes drin. Oh. Waffe für Elko. Wow. Das gucken wir uns natürlich gleich mal an. Komm mal her. Elko. Waffe für Elko. Komm her. Waffen. Debilator. Tödlichkeit. Stärke 20. Kadenz Mittel. Entscheidend 5. 20. 20. Ja, ich glaube, wir bleiben bei den Waffen, die wir haben. Nicht mehr so recht überlegt. Und schnipp. Sternenlicht. Wow, Sternenlichtfiole. 2000 HP für alle Spieler. Das ist toll. Wo geht's jetzt bitte weiter? Das ist jetzt so die nächste Preisfrage. Müssen wir denn jetzt rätseln? Ich glaube. Also hier scheint es mir nicht weiterzugehen. Ah, überprüfen. Mehr? Eine Wandinschrift in einem altertümlichen Shadani-Dialekt. Ich weiß nicht, was sie bedeutet. Kann jemand anders das lesen? Okay. Kannst du es lesen? Buki? Ah, eine Inschrift besagt. Letzte Ruhestätte des Lord Pharix Lore, Wächter des Steins der Welten. Okay, jetzt müssen wir bloß noch diesen Stein finden. Wir müssen den zurückfordern. Das heißt, wir müssen Buki spielen, oder? Weil nur Buki kann diesen Stein zurückfordern. Die Frage ist, liegt der jetzt hier irgendwo bei einem dieser Orte, die wir überprüfen müssen? Anscheinend sind die Bäume so... Ja, gut, das haben wir schon. Gut. Ich bin ein bisschen wirr. Nochmal alles überprüfen hier. Also dann. Es muss irgendwo hier sein. Diese Richtung wird mir angezeigt, also laufen wir halt mal. Ah, da können wir ja hochklettern. Also los geht's, Buki, auf. Habe ich vorhin ganz übersehen. Ich hoffe, dass wir da oben den Stein bekommen. Oder zumindest die Gelegenheit haben, ihn zurückzufordern. Warte, da war was. Klettern. Wow. Oh Gott, Buki, wo geht's denn hin? Buki jetzt wieder alleine unterwegs? Geht's da lang? Ah, alles klar. Hier tut sich ein Weg auf. Also rennen wir halt mal weiter in der Hoffnung, dass sich uns niemand in den Weg stellt. Das ist nämlich eine unangenehme Ansicht zum Kämpfen. Yeah. Da ist er, der Navigationsstein, Leute. Und natürlich kommen wir nicht so einfach. Wow, meine Fresse. Ah, endlich kriegt Buki ihre Sonderfähigkeit. Dein Volk braucht dich jetzt mehr denn mehr. Berühre diesen Stein, um deine Vorfahren zu rufen und meinen treuen Diener Mut zu beschwören. Das Schicksal der Welten ruht auf deinen Schultern. Schützerschlag erhalten. Und eine neue Rüstung? Wow! Nebeltigerfell! Nebeltigerfell! Ich glaub's nicht! Ist ja wohl der Hammer, oder?
Okay, und den Navigationsstein haben wir auch. Schick ist er. Wirklich, sowas Getigertes ist doch wirklich echt cool. Ich halte es nicht aus. So, okay, also dann rennen wir zurück. Aber sie ist schon ein bisschen nackig. Muss ich gestehen. So, okay, nach oben geht's, Boogie. Gut. Dann klettern wir hier wieder runter. Und jetzt müssten wir eigentlich zurückkommen. Das heißt, wir müssen nur zurücklaufen zu diesen Portalen. Und von da aus könnten wir dann wahrscheinlich wieder zurück. Jetzt gucke ich aber erst noch mal, ob es hier noch irgendwo was gibt, wo ich hochklettern kann. Tetsu sprach zu mir und hat mir den Stein der Welten gewährt. Danken wir Hexam, dass er uns diesen Ort gezeigt hat. Mit dem Navigationsstein steht uns ganz Omnion offen. Endlich können wir porten. Yeah. Natürlich brauchen wir immer so ein Portal. Das eine oder andere haben wir ja schon mal irgendwo gesehen. Frage ist, ob wir nochmal zu Hexam vorbeigehen, um uns alle wieder aufzuladen. Und wie geht das jetzt mit dem Porten, Leute? Das ist mal eine gute Frage. Wahrscheinlich müssen wir, sobald wir an einem Portal sind, diesen Stein aktivieren. Vermute ich zumindest mal. Aber das sehen wir dann. So, meine Herrschaften, seid ihr wieder da und ladet mich auf. Dankeschön. Gut, dass wir so eine Kugel haben. Komm, gib mir Gesundheit. Yes. Freundliche Geister, ich halte es nicht aus. Aber ich denke, dass wir bei Hexam noch mal ganz kurz Halt machen. Und da können wir uns dann alle wieder aufladen. Aber ich vermute, dass wir bis dahin noch den einen oder anderen Kampf haben. Also macht es vielleicht Sinn, Buki ein bisschen aufzuladen mit ihrem scharfen Kostüm. Ja, meine Kugel der Geister ist verschwunden. Das ist sehr schade. Greifen die uns jetzt an? Halt, warte mal, da gab es was zum Überprüfen. Für diesen Fall scheint ein Schädel auf. Da scheint ein Schädel zu fehlen. Okay. Sagt mir das jetzt irgendwas? Es handelt sich um die Geister gefallener Krieger, die auf ewig in der Halle der Schädel verbannt wurden. Kann man die irgendwie befreien? Dann lass uns mal ganz kurz noch hier rumgucken, ob wir noch irgendwas entdecken. Vielleicht können wir die irgendwie überprüfen. Tja, das war jetzt eine gute Frage. Da sind wir vorhin zu schnell durchgerannt. Ja. Da fehlt ein Kopf. Haben wir denn einen Schädel, den wir da drauf pflanzen können? Ich glaube nicht. Also ich weiß jetzt echt nicht, Leute. Wir latschen einfach weiter. Und an der nächsten Speicherstation, die müsste ja jetzt kommen, machen wir Schluss für heute. Genau, da machen wir ein Päuschen. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wenn ihr bis hierher geguckt habt, weil ich bin heute ein bisschen lahm, habe ich den Eindruck. Aber naja, mal gucken, in der nächsten Aufnahme wird es besser. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis dann, tschüss!